Unbedingt. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass möglichst viele kleinere und mittlere Energieproduzenten helfen, aus der Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten und Großkonzernen wegzukommen, wenn das möglich ist. Klassisch ist ja erneuerbare Energie aus Wind, Sonne, Wasserkraft. Wir haben hier im Zollernalbkreis eine weitere Möglichkeit, Energie zu erzeugen, nämlich aus Abfall. Und Abfälle, die wir mehr oder weniger täglich auch alle miteinander produzieren. Und diesen Abfall sortieren wir hier heute schon bei uns in Albstadt auf unserer doch immer noch hochmodernen Gewerbeabfall- und Baustellenmischabfall-Sortieranlage, sortieren alles raus, was rohstofflich zu recyceln oder zu verwerten geht. Und den Rest lassen wir weiterlaufen und sortieren dann noch einmal auf Störstoffe wie PVC oder sonstige Störstoffe, die eben bei einer Verbrennung in einem hocheffizienten Ersatzbrennstoffkraftwerk störend wären, und stellen eben mit dieser Technik und unserem Geschäftsmodell ein qualitätsgesicherter Ersatzbrennstoff her, der, wie gesagt, nachhaltig verfügbar ist und wir glauben, durchaus eine Alternative darstellt, denn er ist auch jetzt von der Energiewende in dem Papier der Umsetzung natürlich genannt als eine der möglichen Lösungen. Die Zahlen, wie man so schön sagt, Daten und Fakten, das wäre 60 Millionen Euro Investition. Das sind 75.000 Tonnen Ersatzbrennstoff. Die Effizienz sind 900 Kilowattstunden Strom pro Tonne EBS. 50% mehr Effizienz als ein Müllheizkraftwerk zum Beispiel. Erzeugt werden würden 70.000 Megawattstunden Strom. Und das entspricht etwa 20.000 Haushalten. Und erzeugt werden nur 10.000 Megawattstunden Wärme. Und das entspricht mehr oder weniger 22 Millionen Liter Heizöl. Wir haben wenn man das bauen dürfte, etwa noch einmal 5.000 Tonnen weniger CO2-Ausstoß durch eingesparte Transporte, wohlgemerkt natürlich mit neuester Abgastechnik Euro 6 im Moment. Und die Größe einer solchen Anlage wäre ungefähr 90 mal 50 Meter, 25 Meter hoch, und das Kamin nochmal natürlich einen Tick höher mit circa 40 Meter. Hauptsächlich scheitern solche Projekte an der Akzeptanz in der Region. Unmittelbar jetzt bei uns Albstadt. Warum? Weil jeder sagt, das ist eine gute Sache. Das haben wir ja auch gefühlt 2000 Mal gehört. Alles wunderbar, aber macht es doch woanders. Getreu dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr unverantwortlich. Das ist aber Doppelmoral, die ich unfair finde, weil jeder muss seinen Teil dazu beitragen, und wir sind eben nur mal im Süden. Wir sind noch zum Glück stark industrie- und produktionslastig. Da braucht man zum Glück auch noch Energie. Und da müssen wir eben schauen, wo die herkommt. Und wenn man nur sagt, ich möchte es nicht, mach's woanders, dann ist das etwas kurz gesprungen und unverantwortlich.